So, dann können wir uns jetzt die Logs anhören. Schöner Start. So lange Herr L, ne? Herr L. To all, I don't know how long it would take us to exterminate the ice beast in this area. Just in case the checkpoint at the main entrance isn't stuffed again, the access code is 25601. Memorize it well, so you don't freeze your ass off waiting at the gate. Ja. Und gleich nächste. I really don't get why it's so difficult for everyone to understand how to handle the security gates. I thought I'd explained it quite clearly to all of you. Okay, there are two security gates installed in the connection tunnel. One of those two gates must always be closed to prevent the snow beasts from entering the colony. Easy to understand, isn't it? Well, yesterday, one of you was stupid enough to leave both security gates open for hours. And you can be assured that I'm going to find out who was responsible. When I do, that person can afford too many extra shifts. Meanwhile, all work at the construction site has had to be temporarily halted due to the presence of the snow beasts. Hopefully the Marines will clean them out soon, but until then, you have been responsible for putting us far behind schedule. Gut, Snow Beasts heißen die Viecher, also offiziell. Bist du noch da hinten oder bist du mitgekommen? Ne, bist noch da hinten. Ach, du sitzt auf dem Schneemobil. Okay. Ja, laber einfach in meine Lok rein. Nächste. Ja, ich dachte, du würdest. Ach, was hat's? Tomorrow, at the stroke of 6, we'll blast the rock in Grid Square 47-82. Ich pack die gerade alle hintereinander, also. Ich nicht. Warum nicht? Jetzt hab ich grad wieder einlaufen. Let the other workers know, so no one's standing near enough to get injured while we blast this time. So far, the roadwork has progressed very well. But since we broke through the rock in Grid Square 47-82, we've run into some big problems. Beyond the cave, we came upon some odd ice creatures. These beasts were apparently upset by our intrusion and immediately attacked me and my men. We had to flee. Johnson was badly injured and died on the way to the facility. I made the decision to stop the roadwork. We won't lift a finger until you and your Marines have made the area safe for us to continue. And no, you won't get any explosives. Your Marines have all kinds of weapons, and now they need explosives from us to defeat the ice beast too. Tell them to use their grenade launchers. I don't feel like digging tunnels with a pickaxe because there are no explosives left. Not to mention that your Marines can't handle that stuff and they'll probably blow themselves up. Gut, das waren jetzt alle für mich. Gut. Ebenso. Schön. Gut. Hast du jetzt eigentlich deutschen Text gehabt oder auch englischen? Also der Text ist deutsch. Okay. Ja, ist nicht Viecher denn bei dir? Mir sind es, wie gesagt, Snow Beasts. Ich habe nicht nachgelesen, wie es auf Deutsch da steht. Ach so. Snow Beasts heißen sie in der Sprachausgabe, das hier. So, erstmal auf jedes Fahrzeug draufklettern. Komm, eben ging's doch. Hier. Das scheint leer zu sein, das scheint auch leer zu sein. Da geht's weiter. Jo. Aber erstmal. Halte mich ein klein wenig auf mit dem Zeug, was ich da habe. Bis auf 10 HP. So, yay, ein Tunnel. Und eine Seherztür. Oh. Glück gehabt. Ich dachte, das wäre eine normale Tür. Soweit ich weiß, sind diese Schalter immer Bulkheads, beziehungsweise eben Level-Lader. So. Es ist so offen. Es gibt so viele verschiedene Wege. Wir gehen rechts rum. Gut. Den Hightech-Fahrzeugen nach. Und den Spritzen. Stimmt, kann ich auch nehmen. So. Was? Spritzen. Ah, den eigentlich für mich. Ich meine die, die ich schon habe. Ja, das ja.
Gut, hier ist ein Tunnel. Anderer Weg? Dann gehen wir in eine Richtung vorerst, ja. Aber in einer Richtung ist ein Yeti. Echt nicht gesehen. Nee, sehe ich immer noch nicht. Ja, der ist auch von dem auch hier weggelaufen, aber der war da. Die Snowcrawler. Oh, da steht eine Leiche oben drin. Jo. Isn't that great? Phantom. Ah, da. Hi. Ach genau. Er rennt dir hinterher und macht mich kaputt. Mhm. Ja. Kollateralschaden. So. Ja, ich bin vielleicht immer noch Kollateralschaden. Weißt du, wie irgendwie nervig das ist? Er schießt dich einfach gleich einfach. Wieso? Ich wüsste nicht, immer Kollateralschaden. Doch, das ist Kollateralschaden, weil ich eigentlich die Welt treffen wollte. Er beschädigt dich ja nicht, ich. Das ist ein Unterschied. Erstmal auf mich schießen. Hab ich doch gar nicht. Doch, hast du. Nee, ich hab's in Slap und Drop nicht geschossen. Sam, wie oft hast du mich schon angeballert, ja? In diesem Spiel einmal und das extra. Ich meinte auch in den Permissions davor und im Original. Kollateralschaden. Lock. Damn. There was another short circuit in the security office, so naturally the computer deactivated the switch that opens the main entrance doors in a hurry. I can't get inside the colony, so the question is, where do I go from here? Crap. I don't even have any food with me. Wait, I've got an idea. I can check the construction site. There must be all kinds of spare parts there, and if I'm lucky, I can even find an override unit. Too bad I don't have a vehicle. I'm gonna have to walk the entire way. Hope I don't catch a damn cold or something. If I'd known I'd have to take a long walk in the cold, I would have put my long underwear on. Well, complaining won't make things any better, so I'd better get going. I hope Kingsley doesn't get wind of this or he'll kick my ass again. Ich glaube, damit haben wir jetzt den Schuldigen gefunden für die offene Tür. Ich glaube, ich wäre dir sehr dankbar, wenn er mir das Teil vom Hals halten könntest, hast du mich gerade bespawnen campt. Davon habe ich nichts bekommen, tut mir leid. Bin schon unterwegs. Ich stand vor dir und bin dann den ganzen Weg mit dem Lok in diesen Eingangsschacht zurückgelaufen. Ja, ich war weiter nach vorne gelaufen. Ja, während der Kerl mich verfolgt hat. Das sind zwei. Isn't that just great? Bah. So, einer fertig. Na, ist jetzt weiter. Da ist der zweite. Hab's gehört. Gute Arbeit. Die Viecher respawnen hier auch, kann das sein? Möglich. Gut, also irgendwas von wegen Überbrückungsschalter. Das habe ich jetzt in dem Drama gerade eben vergessen. Ist das nicht schön? Ich habe gar nichts gehört. Das wurde ein bisschen von meinen Sterbegeräuschen übertönt. Tja. Tja, Ja nun, was soll ich dazu sagen? Das ist der Nächste. Aber der scheint kleiner zu sein als dir davor. Nicht wirklich. Haben wir gar nicht vor. Gesundheit gefährdet. Ja. Gesundheit gefährdet. Schon klar.
ein paar Eissplitter im Gesicht stecken. Das sind nur Fleischwunden, nichts Dringendes. So. Hey, Baustelle. Niemals steht an der Wand. Englisch, yay. Lock. Ja, ich. Naja. Vorsicht, Vorsicht. Ich habe eine Idee. Ja? Wenn ich jetzt den Explosiven locken kann, dann lasse ich einfach die Fässer sprengen hier. Es hat ihm keinen Schaden gemacht. Okay. Aber mir. Gehen wir halt rechts rum. Aber da war noch was, da war so ein Gebäude. Ja, da müssen. Es ist ja wahrscheinlich das Gebäude, wo wir später hin müssen. Oh. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Und hier wissen wir noch nichts, hier ist nur ein Tunnel. Hier müssen wir sehen, da mit Leichen drin, zugegebenermaßen. Und eine Psi-Amp. So. Was dem Viech wahrscheinlich gar keinen Schaden macht, weil sie vielleicht sogar heilt, aber hey, ich habe Kryokinese. Und noch ein Lock, ja. So storylastig. Ja. Los geht's. Steve, I really don't know what happened between Professor Grimm and you. But do you think the never-ending disputes between the two of you accomplish anything? You should really try to get along with him. After all, he's the head of the research department. Meanwhile, the whole crew of Polaris 32AO is suffering because you two can't get along. Go and have a beer together and talk it out like grown men. Is this the... Zwillingsschwester von Captain Weber. Ja, und nächste. Ja. Unbelievable. I could wring Anders neck. For weeks we've been on his back to get a portable toilet for the construction site because it was too far to keep going back to the colony. And he finally caved. And what did we get after all that? Some old economy piece of crap with no heating. Did that idiot even once consider how cold it is here? How many body parts you can freeze off? The Dinky Deluxe XXL has floor heating, integrated toilet seat heating, climate control, a hi-fi system, and a big flat screen to watch movies. Damn. And we were only good enough for this cheap thing. Heh. On the other hand, even Anders needs to take a leak once in a while. And when he does, I'll be nearby. To drop, unintentionally of course, a few steel girders in front of the door. If he's stuck in there for a while, he'll find out just how cold things can get. Arschloch. Außerdem vor allem, ne? So ein Dixie-Klo mit Flatscreen natürlich. Warum auch nicht? Ja, das war übertrieben, ja, aber. So ansonsten? Ja, ne? Ansonsten mache ich jetzt nur eine Sache. Ja. Oh. Gucken, was es hier unten gibt. Nee. Auch wenn das kalte Wasser einem schadet, das ist interessant. Ja. Hier scheint es nichts zu geben. Also an diesem praktisch geformten Eiszapfen. Nee, ist gar kein Eiszapfen, es ist ein Hechtstahl, okay. Hochklettern. Yep. So. Gut, das... Ah, Tür. Code hier. 25601. Bah. Wir brauchen einen Hardware-Override. Nothing, ja.
Gut, dann war das wahrscheinlich doch auf der anderen Seite. Tut mir leid. Backtracking. Wo bist du schon wieder hin? Im Wasser. Ach so. Ja, nö. Sterben durch den Sanguin schon oft genug. Das muss ich jetzt hier nicht noch extra machen. Ich versuche eigentlich gerade krampfhaft an dieser Steine zu landen, damit ich einfach am Eingang wieder geportet werde. Aber nein, passiert nicht. Ich bleibe einfach hier im Wasser drin, so. Und ich warte auf dich. Ja. Oh, hier ist ein Tunnel unter Wasser. Hier kann man drin durchtauchen. Hier ist doch was. Ich komme jetzt nicht zurück. Erklär so gut, wie es geht. Ich komme da nicht rein in den Tunnel. Irgendwie lässt er mich da nicht rein, aber hier ist ein Tunnel. Das ist eine sehr schöne Skybox hier. Einfach dran vorbeilaufen. Das ist vielleicht, wenn das Teil genauso schnell ist wie du. Ja gut, aber ich kann um Ecken laufen, das Ding nicht ganz so gut. Außerdem kennst du ja diesen komischen Krabbenlauftrick noch, denke ich. Schräg vorwärts laufen. Geh schneller. Ach das, ja, das mache ich grundsätzlich, weil ich gerade krampfhaft versuche, irgendwie mit dir mitzuhalten. Kann es sein, dass du Agility hochgepusht hast? Nein. Du bist trotzdem ein Stück schneller als ich. Niemals. So, hier ist... Drehen und ausweichen und... Ach, es ist schön, wenn man so eine etwas simplere KI hat. Ja, finde ich sehr schön. Stirb. 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 Das stirb. Natürlich auch. Da steht was. Echt? Christine, irgendwas in Hell. Wahrscheinlich Burns. Bin gestorben. Ich glaube, das wäre tatsächlich nach deinem Geschmack, hä? Teilweise. Ich habe einen dezimiert. Gut. Und ich will da irgendwo hochklettern, weil es da hochgeht. Aber Leitern. In diesem Spiel. Ja. Und wie immer so gebaut, dass man hüpfen muss an den Leitern, ne? Das liebt ja irgendwie eine gewisse Person. Ja, offenbar. Ach, schön. Und immer wieder laufen. Da wurde gerade noch was angezeigt. Ach ja, die Pflanzen natürlich haben eigene Tooltips. Weil ich natürlich nicht sehe, dass es Pflanzen sind und nicht irgendwelche komischen Alien-Strukturen. Ich bin einmal im zweiten Stock so lang, ne? Okay, wie kommst du in den zweiten Stock? Ich habe da nichts gesehen, nur irgendeine komisch angebrochene Treppe. Ne, hier ist eine Leiter, wie gesagt. Okay. Relativ am Anfang, am Eingang noch. Siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Christine Burns in Hell. Ja, Tatsache. Expertech-Implantat. Yay. Ah, Mist. Ah. Bin aber am oberen Ende der abgebrochenen Treppe. Gut, jetzt muss ich nur die Leiter finden. Ohne dabei erschlagen zu werden.
sind noch im ersten Raum? Nee. Oder doch? Ich weiß es nicht. Die ist direkt im ersten Raum, mit so einer kleinen Nebenkammer. Okay. Ja, Raumbewusstsein 1 plus. Erster Raum, kleine Nebenkammer. Ach, da. Ja. Okay, hab's gefunden. Danke. Gern geschehen, weil jetzt versperrt mir der Kerl den Weg, um dann nochmal hochzukommen, in den ersten Stock. Zweiter Stock ist leer. Im ersten Stock müsstest du jetzt rein. Kann ich den von hier aus erwischen? Tot? Nicht. Munition verbraucht. Hat er versucht, den mit. Puff. Mit Range zu erwischen, aber das geht nicht. Du kannst ihn von oben auf den Kopf schießen. Habe ich jetzt im Endeffekt auch gemacht, auch wenn ich keine Munition mehr habe. Gesundheit gefährdet. Ich komme! Aber du hast recht, diese Treppen hier sind wirklich für den Arsch.